Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 19. Und zwar für die Handelstage vom 6.5. bis 10.5.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wir sind wie gewohnt auf dem Kanal von JFD und wir wollen uns natürlich wie gewohnt hier den Märkten DAX, S&P, US-Dollar und Gold widmen. Das ist ja immer so meine Trading-Vorbereitungsanalyse. Wir haben es bereits schon Sonntag, Primetime, 20.15 Uhr hier, also heute mal wieder auch die Aufnahme des Videos etwas später, aber es ist ja eigentlich völlig egal, wann man diese Analyse am Wochenende macht. Am Wochenende haben ja bekanntlichermaßen die Märkte zu und es ist natürlich wichtig, wenn man eben sich hier schon mal am Wochenende mit den Märkten auseinandergesetzt hat, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen sollten hier in der kommenden Handelswoche eine tragende Rolle spielen, welche Wirtschaftskennzahlen kommen denn raus und so weiter. Das werden wir uns natürlich in dieser Analyse jetzt hier gleich anschauen. Bevor wir das tun, erstmal ganz kurz der Blick auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Bevor wir jetzt gleich erstmal ganz kurz auf den Wirtschaftszahlenkalender blicken, ganz kurz hier der Blick auf den YouTube-Kanal. Wie gewohnt, ich würde mich freuen, wenn es wieder viele Daumen hoch gibt für dieses Video, für diese Analyse, denn es hilft hier ungemein, diesem YouTube-Kanal nach vorne zu kommen, dass dieses Video dann auch viele sehen und somit würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich weiterhin diesen Videos die Daumen nach oben gebt und zusätzlich habt ihr, wenn ihr hier auf diesem Kanal seid, dann die Möglichkeit unten in der Videobeschreibung, ihr habt es gerade gesehen, wie ich das aufgeklickt habe, entsprechend die Märkte, wer es noch nicht kennt, die Märkte, über die ich spreche, dahinter eine Zeitangabe hier unten und wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, kommt ihr in der Analyse direkt zu der entsprechenden Analyse des jeweiligen Markttests und ihr müsst euch hier nicht durchklicken oder eben abwarten, bis denn vielleicht die Euro-US-Dollar-Analyse kommt oder die Gold-Analyse. Also ihr habt hier direkt in der Videobeschreibung die Möglichkeit, da entsprechend drauf zu klicken. Gehen wir mal auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche und da können wir es, wie auch teilweise heute in den Märkten, eigentlich etwas kürzer fassen, denn es kommt erstmal zu Beginn der Handelswoche gar nicht viel raus. Vergangene Handelswoche hatten wir die Fed-Zinsentscheidung, wir hatten die Non-Farm Payrolls. Zu beiden Zahlen hat der Markt sich entsprechend dann auch bewegt. Kommende Handelswoche kommt da nicht viel. Wir können hier erstmal durchscrollen. Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kommen zwar Zahlen, aber unsere Märkte, wir haben hier Royal Bank of Australia, Zinsentscheidung. Ja, na klar, für Währungen, die dann eben den australischen Dollar beinhalten, sind diese Dinge natürlich wichtig. Bank of Japan, geldpolitische Sitzungsprotokoll. Ja, für den japanischen Markt ist das wichtig. Für uns hier, für DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold sollte das alles kernmäßig gar nicht so wichtig sein. Da ist es eigentlich nur am Freitag, den 10. Mai 2019 um 14.30 Uhr der Verbraucherpreisindex aus den USA. Das könnte, ähnlich wie die Non-Farm Payrolls, ähnlich wie die Fed-Zinsentscheidung, ein wenig zu Volatilitätssprüngen führen in den angesprochenen Märkten. Aber ich denke erstmal zumindest, dass es auch mal wieder nicht so viel Veränderung gibt aufgrund dieser Zahlen. Nichtsdestotrotz sollte man sich das auf jeden Fall in den Handelskalender eintragen, in sein eigenes Handelsprotokoll für die kommende Handelswoche am Freitag 14.30 Uhr sollte man hier mal ein großes Achtungszeichen reinschreiben. Das erstmal kernmäßig der Blick auf den Wirtschaftszahlenkalender. Und wir starten auch schon direkt dann jetzt hier mit dem Blick auf den DAX. Und hier bleibt es, ähnlich wie ich es dann eben auch schon eingangs gesagt hatte, auch der S&P, die Märkte sind klar weiter aufwärts tendierend. Und wir brauchen ja doch definitiv hier erstmal gar nicht nennenswert als allererstes über die Abwärtsseite sprechen, sondern natürlich über die prozyklische Aufwärtsseite. Und wir sehen vergangene Handelswoche, dass der Markt sich ganz sauber in das nächste Kernwiderstandsniveau 12.450 vorgearbeitet hat. Und wir sehen auch, dass jetzt hier auf der Nordseite erstmal gar nicht so viel kommt. Also hier ist wirklich Platz nach oben, da kann der Markt weiterlaufen. Und wir müssen uns natürlich gleich jetzt anschauen, oberhalb welcher Bereiche kann das weiter nach oben gehen, wo wird es dann kritisch? Ich habe ja immer so richtungsentscheidende Bereiche, das war vergangene Handelswoche noch 12.200. Der Markt kämpfte dann lediglich mit der 12.300er Marke, also der richtungsentscheidende Bereich, der für mich erstmal wichtig gewesen ist für die vergangene Handelswoche, wurde erst gar nicht touchiert.
Und wir hatten dann in den Live-Tradings, in den Live-Streams dann entsprechend mit dem 12.300er-Bereich des Öfteren gearbeitet, auch mit dem 12.285er-Bereich, wo der Markt ja erstmal anfanglich der Woche hier wirklich Unterstützung fand, dann das erste Mal schon nach oben ging, dann nochmals in dem Bereich Unterstützung fand und dann wieder entsprechend die Nordseite suchte. Also die Aufwärtsseite war die prozyklische Seite in der vergangenen Handelswoche und sollte nun auch erstmal für die kommende Handelswoche wichtig sein. Wir können hier das Bild mal etwas kleiner machen. Wir sehen, dass wir hier auch aus der Vergangenheit jetzt mittlerweile einen sehr, sehr wichtigen Moment, ich mache mal mein Zeichenwerkzeug auf, dass wir jetzt eben auch aus der Vergangenheit einen schon nicht ganz so unwichtigen Bereich gen Norden durchstoßen haben. Ich markiere das mal. Ja, wir hatten hier so einen markanten Hochpunkt oder noch nicht mal durchstoßen. Wir sind jetzt da gerade dran. Aber natürlich vorher haben wir wichtige Bereiche durchstoßen und wir sind jetzt an diesem wichtigen Bereich dran. Und hier sieht man, dass jetzt eben aus charttechnischer Sicht, wenn dieser Bereich jetzt überschritten wird, wovon ich erstmal grundlegend im Laufe der Woche jetzt ausgehe, ja, prozyklische Bewegungen, der Markt kann weitere Bewegungshochs ausbauen, der S&P, der Dow Jones sind sehr, sehr stark, schauen wir ja gleich auf den S&P, also hier kann das auch durchaus alles weiter gen Norden laufen und somit ist es hier natürlich nicht auszuschließen, wir sehen hier diesen nächsten Hochpunkt, diesen markanten nächsten Widerstandsbereich und ich denke, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass erstmal der Markt auch bis in diesen Bereich laufen kann. Wir haben hier zwar so ein paar kleinere Tiefpunkte noch aus der Vergangenheit, aber die letzte Bewegung in diesem Bereich, die ging relativ zügig. Wir sehen auch hier, dass der Markt diesen letzten Move, der jetzt fehlt, 450 hinauf in den Bereich, was haben wir da, 600 in etwa, dass das in der Vergangenheit schon mal ziemlich schnell ging, dann hier zwar der Markt nach unten, dann wegdriftete, aber diese Bewegung konnte ziemlich schnell vollzogen werden und warum sollte dann das jetzt nicht auch relativ schnell vollzogen werden können? Also das ist erstmal erstens definitiv realistisch. Zweitens, prozyklisch, der Markt läuft einfach weiter gen Norden, die US-amerikanische Seite zeigt auch relativ grün an, also bin ich erstmal primär gewillt, weiter die Aufwärtsseite zu suchen. Und dafür blicken wir jetzt nochmal wieder aufs kleinere Bild, gehen wir gerne auf den Stundenchart, ich schiebe das Bild hier so ein Stück weit zusammen. Und wir müssen uns jetzt einfach mal einen Bereich raussuchen, jetzt nicht willkürlich natürlich, sondern ich schaue ja da immer aus den letzten vergangenen Wochen, wo waren so wichtige Unterstützungen, was hatten wir vergangene Woche als Kernunterstützung, wie hat sich der Markt bewegt, er ist ja erstmal grundsätzlich weiter nach oben gelaufen, somit können wir, ganz kurz eingezeichnet, warum ich das jetzt so mache, der Markt bewegt sich ja grundsätzlich im Zickzack nach oben, genau das macht er ja jetzt hier aktuell, er bewegt sich im Zickzack nach oben, wir hatten hier mit diesem Rutsch nach unten mal kurz einen wichtigen Bereich vergangene Handelswoche nach unten durchstoßen, charttechnisch nicht so sauber, aber grundlegend eigentlich völlig normal, auch in Aufwärtsbewegung, dass sowas mal passiert und dann laufen wir weiter gen Norden und wir sind ja jetzt hier eben an neuen Bewegungshochs und somit kann man jetzt hier durchaus sagen, okay, vergangene Handelswoche hatten wir noch den 200er Bereich, das war dann quasi hier unten, so diese Zone, Pi mal Daumen, ja, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir jetzt hier mit dem Start nochmal so ein Stück nach unten kommen, wäre das durchaus weiter long. Jetzt sind wir weiter nach oben gelaufen. Und jetzt sollte man natürlich diese Zone auch mit nach oben nehmen quasi. Das ist das, was wir täglich machen, aber eben natürlich auch in den Trading-Wochenanalysen besprechen. Und da gibt es so eine kleine Beobachtung. Zum einen ist hier wichtig, das werden wir in den Livestreams dann besprechen. Wir haben hier so einen Bereich, wer sich mit dem Volumenprofil auseinandersetzt, der wird dort sehen, dass wir hier diese Zone so quasi als Berg haben. Das ist die Zone, die startet so, naja, etwas oberhalb von 300 und geht so in etwa bis in den Bereich 340, so Pi mal Daumen. Diese Zone sollte erstmal sehr, sehr unterstützend wirken in der kommenden Handelswoche. Ich würde aber den richtungsentscheidenden Bereich noch eine Nuance tiefer nehmen. Und hier haben wir eine Unterstützung drin und wir wissen auch, dass zusätzlich der Bereich 12.300 in der vergangenen Handelswoche nicht ganz so uninteressant war. Und somit wird hier von meiner Seite der Bereich um die Marke 12.285 bis hinauf zur 12.300, der für mich für die kommende Handelswoche erstmal richtungsentscheidende Bereich sein. Und das können wir hier quasi startend hier drüben einzeichnen, das ist in etwa die 300 und dann zeichnen wir das hier drüber. Was bedeutet das jetzt für mich? Das bedeutet, dass ich oberhalb dieser Marke natürlich erstmal primär weiter prozyklisch denke, das was wir eben in dem großen Bild uns angeschaut haben, dass der Markt durchaus bereit ist, neue Bewegungshochs auszubauen, dass er das idealerweise im Zickzackmuster macht und ich dann
eben versuche hier auch mit euch zusammen, mehr teilweise im Livestream, wenn der Markt entsprechend zurückkommt, zum Beispiel in die Unterstützung 3,76 oder eben vielleicht sogar nochmal, das wäre so das Ideale, wenn wir in diesem Bereich hier, der eben schon viel Volumen aufgebaut hatte in der Vergangenheit, das ist gerne so ein bisschen magnetisch, so ein Bereich, dass der Markt dorthin läuft, um dann eben aus diesem Bereich dann die Nordseite zu handeln. Also da haben wir auch für den Montag erstmal direkt ein paar interessante Bereiche und ich denke, es ist hier nicht auszuschließen, dass wir die Südseite auch erstmal sehen. Klar, der Markt kann auch direkt weiter nach oben laufen, also dass er sofort am Montag extreme Stärke zeigt. Ich sehe es erstmal nicht so, weil so ein bisschen die Kraft aus dem Markt raus ist im Laufe nach, auf dem Weg nach oben. Das heißt nicht, dass es nicht weiter nach oben geht, aber aktuell fehlt so ein bisschen die Power. Hinzu kommt, dass es ein Montag ist. Montag der Markt auch erstmal so ein bisschen immer schaut. Wie gesagt, das kann auch direkt weiter nach oben gehen, aber ich würde auf jeden Fall am Montag direkt dann eben auch erstmal so ein bisschen Schwäche sehen wollen, um dann eben im Endeffekt aus diesen Unterstützungsniveaus. Und hier kann es auch gerne nochmal so ein Stück weit tiefer gehen in diesem Bereich. Hier unten bin ich dann allerdings so ein bisschen vorsichtiger. Warte auch gerne immer nochmal ab, dass der Markt sich dann so ein bisschen fängt, um dann eben den Markt dann, das ist das, was wir täglich machen, also ihr seid auch dazu herzlich eingeladen, in den Livestreams DAX Long oder Short, 8.50 Uhr, 9.30 Uhr mit dem Chris Kämmerer, das Devisenradar und dann nochmal um 15.45 Uhr entsprechend der Livestream US Opening Bell, wo wir dann eben genau das, was wir uns jetzt übergeordnet anschauen, eben dann auch in Trades umsetzen, mit einem Live-Konto, da könnt ihr Fragen stellen, da könnt ihr mit dabei sein, da könnt ihr eure eigenen Trades vorstellen und da werden wir jetzt zukünftig, in naher Zukunft sogar, die Informationen gibt es hier zeitnah, auch noch einen Live-Trading Room eröffnen. Also da haben wir wirklich viele, viele Möglichkeiten, zusammen eben den Markt zu besprechen, Gedanken für den Markt eben dann auch in täglicher Art und Weise aufzubauen. So, das die Long-Seite. Sprechen wir gleich nochmal über Ziele, aber wir wissen ja, dass der Bereich 600 das übergeordnete Ziel ist und das natürlich so Bereiche wie 500, 550 und dann 600, also so ein bisschen die geraden Zahlen dann auch durchaus für die nächsten kleineren Ziele gewählt werden können, denn der Markt, der wird höchstwahrscheinlich nicht in einem Zug, selbst wenn er stark ist, nicht in einem Zug direkt bis 600 gehen, sondern weiter im Zickzackmuster eben wie es in den letzten blau eingezeichneten zwei Wochen hier passiert ist. Ja, also immer so ein bisschen nach oben und von daher sind so die Bereiche 500, 550 und 600 dann so die nächsten realistischen Ziele für die Aufwärtsseite. So, jetzt müssen wir aber die Abwärtsseite noch ganz kurz besprechen. Was machen wir denn nun, wenn eben die Aufwärtsseite gar nicht funktioniert? Wenn man zum Beispiel einen Long Trade macht und der wird ausgestoppt, es kommt Momentum auf der Abwärtsseite, irgendwie ist alles rot, irgendwie steigt gar nichts mehr und der Markt fällt. Ja, die Seite müssen wir natürlich betrachten und gerade wenn wir eben eine Phase hinter uns haben, das schauen wir uns gleich im S&P nochmal an, die natürlich über eine längere Zeit extrem stark war, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit irgendwann auch oder steigt natürlich, dass es auch mal einen merklichen Rücksetzer gibt. Das ist definitiv vorhanden, diese Gefahr. Und vor allem ist es so, dass natürlich dann umso länger ein Markt steigt, umso mehr Leute sitzen an diesem roten Knopf und warten eigentlich nur darauf, dass der Markt irgendwann mal so ein Anzeichen zeigt, dass er nach unten kommt und drückt dann auf den roten Knopf. Und das führt dann einfach dazu, umso mehr Leute nervöse Finger bekommen, dann auch an dem Abzug sitzen, dass natürlich, wenn eben Druck auf der Unterseite aufkommt, und das hatten wir auch gerade im S&P, in den US-Märkten teilweise schon, dass so kurzzeitig mal Momentum aufkam. Und es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Das muss nicht zwingend nächste Woche sein, das muss auch nicht zwingend übernächste Woche sein. Aber man sollte das immer im Hinterkopf haben, weil man kann dann nämlich, wenn der Markt nach unten kommt, auch sehr, sehr schön und wenn man das merkt und dann natürlich davor sitzt, dann auf der Abwärtsseite Geld verdienen. Das ist jetzt kein Gedanke, wo ich sage, naja, der Markt wird ja irgendwann mal konsolidieren, da legen wir mal schon mal so ein paar Positionen auf der Shortseite rein. Nein, das natürlich definitiv nicht. Aber wenn der Markt eben gen Süden läuft, dann ist eben der Markt, der Bereich um die Marke 12.300 hier das interessante Niveau. Und wir wissen auch, dass wir hier so ein paar markante Punkte haben, wo eben gerne Stops liegen. Wir haben auch hier unten noch den Bereich, der vergangene Handelswoche, der richtungsentscheidende Bereich war. Also hier drunter werden auch so ein paar Stops liegen. Und genau diese Bereiche sind es, die der Markt dann eben ganz gerne mal anläuft. Und wir haben sogar dann unten noch ein Unterstützungsniveau 12.130. Wir wissen auch, dass der 12.000er Bereich ein wichtiges Unterstützungsniveau für den DAX darstellt. Auch darunter natürlich, wir haben auch noch so kleine Zwischenbereiche. 190 hatten wir vergangene Handelswoche. Wir haben auch dazwischen noch den Bereich 240. Das ist jetzt erstmal für die grobe Analyse auch gar nicht so interessant. Das sind dann so kleine Zwischenziele. Aber es ist natürlich dann denkbar, wenn wir uns unter der 300 etablieren, dass der Markt dann gegebenenfalls hier mal so ein bisschen Dampf auf der Unterseite aufbaut. Und da sehe ich es gar nicht als unrealistisch,
Auch wenn wir uns so die Schwankungsamplituden der letzten Wochen mal anschauen und wissen, dass wenn die Abwärtsseite kommt, die Volatilität zunimmt, ist es gar nicht so unrealistisch, dass wir auf jeden Fall in Richtung 200 rutschen könnten, ja, aber dann sogar in den Bereich 130, 12.000, ja, da, also da muss schon ein bisschen mehr Druck kommen, ja, wohlgemerkt, aber ich denke, so 130 wäre auf jeden Fall ein Rücksetzer, der, wenn man dann das Ganze sich auch nochmal im großen Bild anschaut und hier mal überlegen, wenn man sich das große Bild anschaut, wie jetzt hier der Schwung, abwärts, nächster Schwung, ja, und wenn wir jetzt in den Bereich 130 laufen, machen wir mal rot, einen roten Pfeil, ja, wenn wir hier so ein bisschen konsolidieren in diesem Bereich, dann wären wir noch nicht mal an den alten Hochpunkten dran. Und das ist durchaus denkbar, ja, dass so eine Konsolidierung mal eintrifft und dann haben wir natürlich entsprechend an den Unterstützungen natürlich immer Potenzial, eben dass der Markt auch entsprechend dann wieder steigt, aber da unten sind wir noch nicht. Da muss der Markt auch erstmal hinkommen. Aktuell zeigt es doch in der Tat erstmal alles so eindeutig nach oben, dass höchstwahrscheinlich auch die Aufwärtsseite erstmal weiter stattfindet. Aber Eindeutigkeit im Trading ist immer so ein bisschen gefährlich. Von daher, dass die Gedanken zum DAX, wir switchen mal gleich, Moment, wo ist meine Maus, wir switchen mal direkt zum S&P weiter. Hier habe ich schon das große Bild, den 4-Stunden-Chart. Und wir haben in der vergangenen Handelswoche schon mal so ein bisschen Druck auf der Abwärtsseite gesehen. Und zwar war es, glaube ich, Mittwoch und Donnerstag und zum Freitag kam dann erstmal wieder so ein bisschen Stärke rein. Oder war es sogar Donnerstag und Freitag? Nein, ich glaube, es war Mittwoch und Donnerstag, wo die Schwäche hier reinkam. Also so ein bisschen Volatilitätssteigerung hatten wir da schon. Das sehen wir auch hier unten, dass die Volatilitäten mal so ein bisschen anstiegen. Denn hier hatten wir schon mal so einen Druck auf der Abwärtsseite ein wenig bekommen. Ja, und das war schon mal so ein leichtes Antesten. Und genau das, was ich im DAX gerade erklärte, dass eben die Abwärtsseite dann auf jeden Fall mit höherer Volatilität stattfindet. Ja, Angst ist meistens größer als Gier. Gier bedeutet ja, der Markt steigt, die Leute sind gierig und wollen mehr, mehr, mehr. Aber die Angst, die überwiegt meistens. Und genau das, was ich eben eingangs auch sagte, dass dann eben viele, viele Leute an diesem Abzug drücken, an dem roten Knopf sitzen und dann, wenn es runtergeht, auch gerne mit dabei sein wollen, führt eben dazu, dass die Volatilität auf der Abwärtsseite gerne zunimmt. Und übergeordnet, wir bleiben mal wirklich bei dem großen Bild. Ist es natürlich hier nicht auszuschließen, klar, erstmal charttechnisch übergeordnet, nehmen wir ganz dicke Pfeile, da sind wir hier grundsätzlich aufwärts tendierend. Wir hatten hier zwischendurch mal zwei kleinere Rücksetzer, grundsätzlich sind wir aber stark aufwärts tendierend, hatten vergangene Handelswoche mal so einen kleinen Rücksetzer, ja, und sind jetzt schon wieder auf dem Weg nach oben. Also erstmal grundsätzlich ist das hier, der Pfeil nach oben, der definitiv denkbar. Also er läuft weiter, der Markt läuft klar weiter aufwärts tendierend, diese zwei kleinen schwachen Tage vergangene Handelswoche, die waren einfach nur eine nötige, ganz minimale Konsolidierung und der Markt läuft weiter long. Das ist erstmal so der Kerngedanke. Klar, das ist auch das, was prozyklisch der Gedanke wäre und das ist ja auch das, was ich handle, also prozyklisch. Und versuchen da natürlich auch antizyklische Gedanken umzusetzen, aber kernmäßig erstmal prozyklisch. So, und dann haben wir vergangene Handelswoche den Bereich um die Marke 2905 angetestet. Jetzt würde man eigentlich sagen, dass der Bereich um die Marke, nee, wir waren sogar im Bereich 2900, entschuldigt, wir waren sogar ja ein Stück weit tiefer. Jetzt würde man eigentlich sagen, ja, okay, solange der Markt, Moment, jetzt müssen wir das wieder ein bisschen dünner machen, solange der Markt oberhalb dieses Tiefs hier bleibt, wäre ja das Bild charttechnisch weiter aufwärts. Ja, wir haben dann eben steigende Hochs, steigende Tiefs und das ist das letzte Tief und wenn der Markt da runter geht, dann würde es vielleicht heißen, wir könnten hier eine Trendwende aufbauen. Ja, das wäre ja so quasi Lehrbuch-Trading. Ja. Allerdings würde ich hier, und das hatten wir auch in der vergangenen Handelswoche dann schon gemacht, das war so ein wichtiger Bereich, der Bereich um die Marke 2920. Und genau der ist es, der jetzt eben für die kommende Handelswoche für mich weiterhin der richtungsentscheidende Bereich erstmal sein sollte. Zumindest aus aktueller Sicht. Und den markiere ich gleich auch mal im kleineren Bild. Und es ist natürlich dann oberhalb erstmal weiter denkbar, dass der Markt sich weiter nach oben arbeitet. Idealerweise kriegen wir hier auch nochmal so einen kleinen Rücksetzer, ja, um dann weiter in Richtung neuer Allzeithochs, wohlgemerkt, im S&P sind es ja schon Allzeithochs, die wir ausbauen. Im DAX, da ist noch ein bisschen Platz zu den Allzeithochs, also da haben wir wirklich noch weit, weit Puffer. Aber die US-Märkte sind so stark, dass sie Allzeithochs ausbauen. Also jedes Mal, wenn jetzt ein neues Hoch ausgebaut wird, ist es ein Hoch, wo der Markt noch nie zuvor war. Also extreme Stärke und somit sind wir natürlich auch weiter
erstmal aufwärts tendieren, solange uns der Markt hier dann irgendwann mal was anderes zeigt. Aber wie gesagt, hier unten, das ist mir ein bisschen weit, also diese Konsolidierung hier unten, ja klar, übergeordnet sind wir da gar nicht so verkehrt, wenn wir den 2900er Bereich als richtungsentscheidend nehmen, aber fürs Daytrading, für den kurzfristigen Blick, den wir dann auch hauptsächlich in den Livestreams haben, wäre für mich der Bereich, und da sehen wir, dass jetzt das schon sogar ein ganzes Ende wäre, ja, dass wir hier, und das zeichnen wir im Moment, nee, ein bisschen müssen wir nochmal das Bild zusammenziehen, dass wir so die nächsten Ziele sehen auf der Nordseite, und dass ich hier mal so das Bild für die kommende Woche einzeichnen kann. Und da wäre es, wie gesagt, die Marke um 920, das ist das hier. Das sollte so der richtungsentscheidende Bereich sein. Idealerweise kommt der Markt gar nicht mehr bis da unten hin, sondern idealerweise konsolidiert er so ein wenig, geht hier vielleicht sogar nochmal an diese Hochs ran, vielleicht so ganz knapp unter den 34,60er Unterstützungsbereich, um dann idealerweise hier anzuziehen, in Richtung der 50 zu laufen. Das war ja so ein Ziel, was wir dann eben in der vergangenen Wochenanalyse dann schon mal gewählt hatten. Da sind wir sogar fast punktgenau ran. Der Markt drehte dann so ein bisschen und baute sogar schon einen nächsten Zielbereich aus. Und jetzt habe ich hier den Bereich und die Marke 2965 als nächstes realistisches Ziel und danach den Bereich 75. Danach kommt erstmal nichts, ja. Brauchen wir vielleicht auch erstmal nicht, denn ich gehe erstmal nicht davon aus, dass es extreme Stärke gibt, ähnlich wie es dann im DAX ist, sondern dass der Markt sich eventuell weiter so ein bisschen nach oben kämpft, neue Hochs ausbaut, wieder ein Stück zurückkommt, neue Hochs ausbaut, ein Stück zurückkommt. Auf jeden Fall hat er es in der letzten Zeit ja so gemacht. Und da schauen wir mal kurz drauf, wenn wir das jetzt immer uns anschauen, das haben wir vergangene Handelswoche schon mal gemacht. Wenn wir die alten Hochs immer einzeichnen aus dieser Aufwärtsbewegung, ja, dann sehen wir, dass der Markt, wenn er neue Hochs ausgebaut hat, diese immer nicht extrem weiter ausgebaut hat. Hier hat er sogar direkt mal gedreht. Ja, dann haben wir dieses Hoch. Hier ist er mal ein bisschen weiter gelaufen. Aber wir sehen, dass meistens, wenn neue Hochs kamen, diese nicht so extrem weiter ausgebaut wurden, sondern der Markt immer erstmal in so eine Konsolidierungsphase überging. Ja? Und somit bräuchte, denke ich, der Markt auch hier in den Bereich 75 nicht nur einen Anlauf, sondern gegebenenfalls auch noch ein bisschen mehr Anlauf. Wenn wir jetzt so ein Stück nach unten kommen, dann hier diesen Hochbereich überschreiten, ein paar Pünktchen kann er das immer machen, hat er in der Vergangenheit auch so gemacht, vielleicht so in den Bereich 60, 65, kommt dann mal wieder einen Tag zurück, vielleicht einen zweiten Tag seitwärts, um dann wieder vielleicht ein bisschen aufwärts zu laufen, und dann ist die Woche eigentlich auch schon rum. Von daher bin ich ein bisschen konservativer eingestellt mit der Wochenzielsetzung. 75, denke ich, ist hier durchaus realistisch. Wir sind mit dem Schlusskurs unter der 50. Das sind hier fast 30 Punkte, die der Markt laufen kann. Durchaus realistisch. Und von daher, wenn er das ja natürlich schnell macht, wenn wir schnell in dem Bereich sind, dann müssen wir uns in den Livestreams neue Ziele setzen. Aber ich denke, das reicht erstmal. Ja, ich will gar nicht immer so hoch rangehen, und ich denke, wir bekommen das auch immer recht gut hin mit den realistischen Zielsetzungen. So, und jetzt genau das Umgedrehte, was wir im DAX dann uns angeschaut haben. Wenn natürlich genau das nicht eintritt, was das, schaut euch gerne die DAX-Analyse davor nochmal an, wer es jetzt nicht getan hat. Ich will es jetzt gar nicht nochmal so ausschweifend machen. Es ist natürlich bei oder nach so einer Rallye, die wirklich ja schon bis auf mal eine Konsolidierung, kleine Konsolidierungsphase natürlich auch in den US-Märkten ohne Zweifel da ist, ja, dass auch hier die Gefahr, dass der Markt dann doch mal eine Woche oder zwei Wochen oder auch drei Wochen mal ein bisschen schärfer auf der Südseite korrigiert, das ist jetzt hier nicht auszuschließen, nach wie vor nicht, ja, es muss nicht nächste, nicht übernächste Woche passieren, aber man sollte es immer im Hinterkopf haben, und dann gehen die Alarmglocken los, wenn wir hier erneut, nochmals, vergangene Handelswoche war ich da oder sah ich da jetzt noch nicht so extrem den Druck, wobei wir hier dann auch die Abwärtsseite dann teilweise schon oder auf der Abwärtsseite agiert haben, in der kommenden Handelswoche. Wenn wir nochmal unter die 20 gehen, dann kann es schon sein, dass das ein bisschen akuter wird und dass dann hier der Druck auf jeden Fall unter die Vorwochentiefs gehen kann, unter die 2900. Und das ist dann durchaus erstmal in den nächsten Unterstützungsbereich 2876 gehen könnte, beziehungsweise den Bereich haben wir ja hier schon mal sehr, sehr sauber getestet. Gerne geht der Markt dann sogar nochmal unter diese Tiefbereiche. Also wenn sich hier Momentum aufbaut, dann würde ich hier vielleicht den Tiefbereich sogar noch etwas detaillierter anpassen und ganz knapp unter dieses Unterstützungsniveau gehen. Aber hier ist definitiv Potenzial da, aber erst, wenn der Druck kommt. Also hier wirklich immer so ein bisschen schauen, okay, wenn eben Anzeichen kommen, dass man machen wir ja auch in den Livestreams immer, dann besprechen wir das dann schon, wann es dann eventuell soweit wäre, das dann auch zu handeln. Andersrum sind wir hier erstmal weiter long. Wir suchen somit natürlich primär erstmal nach Long-Einstiegen, nach leichten Rücksetzern idealerweise. Und das wäre das, was ich hier auch primär weiterhin erstmal für den S&P ja, beabsichtige.
Wir blicken auf den Euro-US-Dollar. Der hat uns ja erstmal in der vergangenen Handelswoche nicht so in die Karten gespielt. Aber ganz interessante Nummer hier beim Euro-US-Dollar. Bis auf einen kleinen Trade mit ganz, ganz minimalem Risiko gab es in dieser Aufwärtsseite, wir erinnern uns, wir hatten eigentlich gesagt, okay, pass mal auf, der Markt ist angeschlagen. Der Markt ist übergeordnet abwärts. Wir hatten übergeordnet immer mal wieder abwärts Bewegungen. So, und jetzt sind wir hier auf vorletzter Handelswoche. Sehr, sehr schön. Wir hatten auch einen Trade auf der Abwärtsseite. Das war alles Bombe, ja. Und jetzt haben wir gesagt, okay, prozyklisch idealerweise weiter abwärts. Allerdings hatten wir auch schon gesagt, okay, mal so ein bisschen vorsichtig, wenn wir über dieses Hoch hier rüber gehen. Natürlich dann diesen Bereich von diesen alten Tiefpunkten hier, der Bereich um die Marke 111,93/112, das sollte so richtungsentscheidend erstmal zumindest auf kleinerem Niveau sein. Das führte dazu, dass ich hier mal so einen Abwärtstrade versucht habe. Der ging völlig in die Grütze, also der hat das Risiko voll eingefahren. Aber das Risiko war zum einen, weil wir schon gesehen haben, der Markt ist ein bisschen stark mit kleinerer Positionsgröße und dann auch mit wenig Ticks, was einfach dazu führt, im Verhältnis zu dem Abwärtstrade, den wir, wo wir Geld verdient haben, war das nur ein Bruchteil von dem, was wir verloren haben. So, und dann lief der Markt hier wirklich sehr, sehr scharf nach oben, testete dann am Mittwoch, meine ich, dann mit der Verzinsentscheidung exakt den Bereich 1,1263, um dann direkt an diesem Tag in das Unterstützungsniveau 1,1193 zurückzurutschen. So, dann waren wir wieder in dem Bereich. Hier haben wir allerdings dann so ein bisschen die Abwärtsseite verpasst. Wobei, jetzt muss ich fast lügen. Nein, wir hatten hier, glaube ich, sogar noch, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, müsste ich nochmal schauen. Ich glaube, in der Vermögensverwaltung hatten wir hier sogar nochmal einen Abwärtstrade, aber ist egal. Hier ist jetzt auf jeden Fall keiner drin. Der Markt ging nochmal nach unten und zeigte eben hier unten aber keine folgende Schwäche, sondern stieg am Freitag dann hier mit den Non-Farm Payrolls beziehungsweise mit dem Freitag dann wieder erstmal über den Bereich 1,12. So, also, was heißt das? Erstmal heißt es, dass die Abwärtsseite, und das ist ja das Bild, was jetzt der Euro-US-Dollar in den letzten Monaten immer mal wieder zeigt, es zeigt auf jeden Fall erstmal, dass die Abwärtsseite nicht so wirklich weiter Bestand hat. Zumindest nicht mit sauberen Bewegungen. Aber das kennen wir ja vom Euro-US-Dollar. Wir hatten vergangene Handelswoche gesagt, vielleicht ist ja der Markt mal so gnädig und baut endlich mal wieder eine schöne Trendbewegung auf. Das war das, worauf wir dann auch erstmal vorsichtig gesagt haben. Also sowas hier, letztes Handelsjahr, ungefähr gleiche Zeit, wie wir es jetzt haben, ist der Markt sehr, sehr schön auf der Abwärtsseite mal gelaufen. Ja, und ist aus dem Bereich, hatten wir vorher auch so eine Schiebezone, aus dem Bereich in etwa gut, oder ungefähr 1,24 im Mittel in den Bereich, wir sehen es hier unten, 1,15 oder 1,1530 in etwa gerutscht. Also hier sind wir fast oder um die 900 Ticks gefallen. Bis auf eine Erholungsphase, die ein bisschen merklicher war, fast in einem Zuge. Ja, aktuell zeigt der Markt das weiterhin nicht. Wir sind sehr, sehr choppy. Wir sind zwar abwärts, aber das ist halt choppy, wenn der Markt auch immer wieder sehr, sehr stark zurückkommt. Zwar neue Bewegungstiefs ausbaut, auch hier sogar mal charttechnisch unsauber wird, weil übers Hoch kurz rüber geht, dann hier so einen doppelten Boden, dann mal wieder ein bisschen schärfer aufwärts, dann doch wieder neue Tiefs, jetzt doch wieder ein bisschen schärfer aufwärts. Das ist choppy. Also eine unsaubere Trendbewegung, und das ist aber das, was wir in den letzten Wochen auch in der Trading-Wochenanalyse ja immer wieder besprechen. Also Vorsicht, nach wie vor Vorsicht im Euro-US-Dollar, und auch wenn wir auf den Tageschart schauen, ist dann nochmals ein Punkt, dafür ziehe ich mal ganz kurz die ATR hier so ein Stück hoch und na komm, ja, so zack, das ist ja die ATR. Gehen wir auf den Tageschart und wir sehen, dass wir hier nach wie vor, auch wenn wir so ein bisschen ansteigend sind jetzt wieder, aber wir sind hier aktuell nach wie vor auf einem sehr, sehr, sehr geringen Niveau der täglichen Tagesschwankung, was einfach bedeutet, dass die Chancen entsprechend auch gerade im kurzfristigen Handel ja relativ gering sind. Vergangene Handelswoche hatten wir ein bisschen Steigerung der Vola, auch durch die Wirtschaftszahlen und Non-Farm Payrolls, Verzinsentscheidung. Aber ich denke, wir sollten hier nach wie vor so ein bisschen defensiver eingestellt bleiben. So, und dann gehen wir hier und gucken uns das Ganze an. Ich denke, oder für mich persönlich, Moment, machen die ATR, Moment. Jetzt hat er tatsächlich gerade mein Telefon geklingelt. Also die ATR schieben wir natürlich so ein bisschen nach unten, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Um hier zu schauen, wie können wir denn jetzt in der kommenden Handelswoche mit dem Euro-US-Dollar umgehen. Nach wie vor, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass die Unvolatilität bleibt. Also ich würde hier auch von der Zielsetzung nicht zu scharf herangehen. Und es wäre eben durchaus denkbar, dass der Bereich um die Marke 1,1193, da sind wir natürlich sehr, sehr eng dran aktuell. Aber dass sich kommende Handelswoche um diesen Bereich, wir können es gerne auch ein Stück tiefer annehmen. Gerade hier, da wir diese Tiefpunkte ja beide hier so ein bisschen tiefer haben, dass man wirklich sagt, okay, die Zone, naja, es ist so ungefähr der 80er-Bereich, ganz knapp drunter.
dass das so der richtungsentscheidende Bereich bleibt. Und wir können ja hier unten auch diese Tiefs mit einer Trendlinie ganz vorsichtig mal verbinden. Ja, wer eben mit Trendlinien ganz gerne arbeitet, ich mache es ja nicht ganz so häufig, nur zur Visualisierung, dann haben wir hier auf jeden Fall zwei interessante Bereiche, die eben für Short-Gedanken interessant wären. Zum einen natürlich, wenn der Markt eben wieder Schwäche findet, auch wenn er erstmal noch ein Stück steigt und dann später wieder Schwäche findet, dann wäre auf jeden Fall so unterhalb der 1,1180 Pi mal Daumen es interessant, dann die Abwärtsseite erneut zu handeln. Erstmal mit dem Gedanken, okay, hier kommt noch eine Trendlinie, aber das juckt mich persönlich meistens gar nicht so, dass ich dann sage, okay, es ist erstmal auf jeden Fall realistisch, dass wir erneut in den Unterstützungsbereich um die Marke 1,1100, also ganz grob gesagt den 1,11er Bereich, dass der Markt hier erneut runtergeht. Und wenn er übergeordnet weiter abwärts bleibt, was ich grundsätzlich nicht ausschließe, dann sollte es auch denkbar sein, dass wir hier eben auf der Abwärtsseite nochmal so ein bisschen Druck sehen. Und wenn er neue Bewegungstiefs ausgebaut hat, gerade wenn wir uns das letzte Mal anschauen, dann hat das durchaus mit ein bisschen Dampf stattgefunden. Hier hatten wir ja die Abwärtsseite gehandelt. Und somit ist es dann eben nicht denkbar, dass wir eben auch relativ zügig, wir haben jetzt zwar keine Unterstützung hier drin liegen, aber der Bereich um die Marke 1,1050, der wäre in diesem Zuge als Zielbereich auf der Abwärtsseite schon durchaus interessant und auch in meinen Augen realistisch, durchaus realistisch anzunehmen. Und das wäre auch mein favorisiertes Szenario, dass ich eben unterhalb der 1,1180 versuchen würde, irgendwie mir die Abwärtsseite zu schnappen. Weil ich bin, und wir sind ja auch übergeordnet abwärts tendierend, immer mal wieder dabei, mir die Abwärtsseite zu schnappen, entsprechend mir die Ziele rauszusuchen und dann eben auch versuchen, solche Moves mitzunehmen. Was anderes bleibt einem im Euro-US-Dollar eigentlich größtenteils fast nicht übrig. Wir haben zwar in den vergangenen Handelswochen uns auch immer Zielbereiche auf der Nord- und auf der Südseite gesucht. Ich baue jetzt aber aktuell wirklich so ein bisschen auf Trendfolge. Von daher wäre mir der Abwärtsbereich hier eigentlich so der liebste. Was machen wir nun aber, wenn der Markt eben mir das nicht gibt, ja, wenn der Markt anfängt anzusteigen? Hier müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir daran denken, dass der Markt grundsätzlich sehr, sehr shoppy ist, kann es zwar sein, dass wir vielleicht hier drüber laufen, die Stops hier mal fischen und dann doch wieder Schwäche nach unten sehen, dann wäre das hier eigentlich für mich aktuell wirklich uninteressant zu handeln. Also wenn der Markt hier so ein bisschen Stärke findet, ich würde erstmal zumindest diesen ersten Versuch hier mit dem Test des 1263er Bereiches, vielleicht auch der Vorwochenhochs, mal kurz schauen, wie geht der Markt mit diesen Hochs um. Darüber wird es dann schon wieder etwas interessanter, weil dann scheint sich das Bild der Abwärtsbewegung erstmal so ein bisschen zu canceln. Dann kann es sein, dass wir hier in den Bereich 1,1330 laufen und wir wissen aus der Vergangenheit, 1,1330, 1,1430, das sind interessante Zonen, dass wir dann darüber laufen. Aber da wird es wirklich hier oben erst spannend. Und da müssen wir mal sehen, wenn wir uns die Vorwochenschwankungen grundsätzlich anschauen, wirklich die Wochenschwankungen, dann wissen wir, dass diese Zone, ja, die Vorwoche, da hat das gerade so abgearbeitet. Also das ist dann schon denkbar, aber ich würde es dann auch nur defensiv handeln. Das müssen wir in den Livestreams besprechen. Da kann ich jetzt das Szenario noch nicht aufbauen, weil einfach bis dahin noch eine ganze Menge passieren müsste, um dann wirklich hier oben zu kaufen. Somit ist eigentlich der Bereich um die Marke 1,1263 bis hinab zum 1,1180er Bereich, also es ist schon ein hoher Bereich, der ist für mich sehr, sehr uninteressant in der kommenden Handelswoche. Idealerweise sieht der Markt relativ zügig Schwäche, von mir aus kann er hier auch nochmal so ein kleines Stück nach oben gehen, um dann anzufangen zu fallen und dann wird es hier unten halt interessant für die Abwärtsseite. Das wäre so das Idealszenario, wie gesagt, auch wenn er dann ein bisschen stärker ist und dann eben zurückkommt, alles, was hier unten ist, wäre für mich interessant. Alles andere wirklich uninteressant. Ja klar, wenn der Markt eben doch nach oben durchkachelt, dann haben wir eventuell da oben noch eine Chance, mal ein bisschen vorsichtig long zu gehen, mehr aber auch nicht. Und das ist einfach angepasst an die aktuellen Schwankungen, die sind sehr gering, an den Markt, der ist sehr, sehr shoppy, somit will ich hier gar nicht extrem viel handeln, sondern bin dann eben froh, wenn man durch so eine Phasen, wie sie der Euro-US-Dollar nur mittlerweile seit ein paar Monaten hat, halbwegs durchkommt und wenn dann sich wirklich dann wieder saubere Trends aufbauen, dann merkt man das aber auch relativ zügig, dann ist man wieder etwas schneller und etwas aggressiver mit dabei und kann dann natürlich auch idealerweise etwas schneller, interessanter dann Geld verdienen. Kommen wir zurück zum, oder nicht zurück, sondern kommen wir abschließend zum Goldpreis und der war genauso shoppy erstmal in der vergangenen Handelswoche, beziehungsweise eigentlich hat er erstmal das getan, was wir sehen wollten.
Gold ist auf der Abwärtsseite gelaufen. Aber wir sehen zu Beginn der Handelswoche, warum abwärts, das ist, denke ich, jedem klar. Wir sind hier erstmal ja seit in etwa, ja, so Mitte Februar, Anfang Mitte Februar haben wir ja hier die Hochpunkte gesehen, die Jahreshochs, sind dann das erste Mal etwas schärfer gen Süden gekommen, haben dann eine Erholung gesehen, sind dann nochmal etwas schärfer gen Süden gekommen, haben hier so einen doppelten Boden quasi ausgebaut, nochmal eine Erholung, sind dann wieder in die Tiefs gelaufen. Hier haben wir ja auch überall dann auch größtenteils immer an die Shortseite gedacht, hatten hier schon diverse Szenarien aufgebaut, der Markt erstmal wieder so ein bisschen erholt und wir hatten dann gesagt, hier die 82,30, die wird interessant, wenn wir da runterlaufen. Ja, und da hatten wir auch genau sowas besprochen, wenn sich hier eventuell mit diesem Hochpunkt dann so eine Schiebezone auftut, ja, dann wären halt Short-Setups interessant und das kam dann auch, nur dass der Markt hier eben auch einmal noch mehr, ja, er ist ja nach oben, ist dann erste Mal nach unten, dann doch nochmal nach oben, das zweite Mal nach unten. Also hier musste man ein bisschen kämpfen, um dann den Schuss auf der Abwärtsseite auch zu bekommen. Und dann ist der Markt allerdings nicht, so wie ich es angenommen habe, hier erstmal in diesen, also hat keine neuen Tiefs ausgebaut, ist hier nicht in die 63,30 gelaufen, sondern hat dann eben auch zum Ende der Handelswoche doch wieder etwas mehr Stärke gesehen. Was jetzt aktuell charttechnisch sehr, sehr unschön aussieht, muss man wirklich so sagen. Also diese Stärke, die jetzt hier stattgefunden hat, passt absolut aktuell nicht ins Bild rein. Ja, diese Stärke hier. Klar, Freitag, Friday Gold Rush, ja, wer sich damit auskennt, der weiß, so eine Strategie gibt es. Die hat natürlich hier am Freitag dann auch durchaus wieder so ein bisschen Potenzial ausbauen können. Aber diese Stärke, die hier kam, die passt wirklich, schaut euch die Vergangenheit an, die passt in diesem Maße erstmal gar nicht so rein. Beziehungsweise, wenn wir so ein bisschen Momentum mal gesehen haben, dann sehen wir ja hier, dass der Markt dann doch auch erstmal zukünftig so ein bisschen mehr Erholung sah. Und da müssen wir so ein bisschen mal drauf schauen jetzt. Also es ist hier nicht auszuschließen auf jeden Fall, dass der Markt jetzt, und das hatten wir aber auch vergangene Handelswoche gesagt, ich bin erstmal noch vorsichtig mit der Aufwärtsseite, auch wenn vielleicht vergangene Handelswoche das schon ein bisschen eindeutiger gewesen wäre. Zukünftig, in der nächsten Handelswoche, würde ich das schon ein bisschen schärfer handeln wollen. Also wirklich mal schauen. Wir haben hier natürlich einen Widerstandsbereich, den er in der vergangenen Woche und auch in der Woche zuvor ausgebaut hat. Das ist so die Zone von der 80 kommend, so 86 Pi mal Daumen, ja, da hatten wir so eine Schiebezone und in dieser Schiebezone wird es natürlich erstmal, da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein, ja, die Zone hier oben, die sollte natürlich auch zukünftig erstmal so ein bisschen im Auge behalten werden, aber spätestens, wenn wir darüber hinausgehen und schaut euch mal die letzte Kernbewegung hier bis in diese Zone an, diese Zone hier auf der Abwärtsseite, Moment, das sollte jetzt nicht hellgrün werden, ich nehme auch mal einen Pfeil dazu. Und ja, diese Zone hier, zack, das nach unten, ja, dann hier nochmal Druck nach unten, bis in diesen Bereich rein erstmal, das ist für uns wichtig. Das ging sehr, sehr zügig, das ging vorher auch sehr, sehr zügig, hier verhältnismäßig zügig für eine Aufwärtsbewegung, davor hier sehr, sehr scharf momentumhaft auf der Abwärtsseite. Das ist ähnlich wie in den anderen Märkten, wir hatten dort Momentum, hier kann man das Momentum sogar noch weiter nach links führen, dass wir immer Druck hatten in diesen Bewegungsmustern oder beziehungsweise in diesen Bereichen. Was heißt das für uns? Das heißt, es kann sein, wenn wir Stärke sehen, wenn wir durch diese Schiebezone in Richtung 86 durchlaufen, dass der Markt dann auch nicht entschuldigt, dass der Markt eben dort wirklich Kraft sehen kann, dass er Momentum sehen kann, somit die Abwärtsseite erstmal, zumindest kurzfristigerer Natur, erstmal etwas uninteressant wird. 13.00, 13.05, das sind für uns auch in der Vergangenheit extrem wichtige Bereiche, das hatten wir in der Vergangenheit so oft besprochen und somit ist es hier denkbar, dass durchaus, und das ist wie gesagt dieses komische Long dort am Freitag. Das ist jetzt nur charttechnisch. Wir wissen, dass dort eben auch teilweise Wirtschaftszahlen rauskamen, Friday Gold Rush und so weiter. Aber charttechnisch, nur charttechnisch betrachtet, ist es eine Momentumbewegung, die wir so erstmal hier nicht ganz, so zumindest an den Phasen, wo es abwärts ging, gesehen haben. Und dann in diesen Schiebezonenbereichern. Sprich, hier drin sind wir so ein bisschen vorsichtig, zumindest ich bin hier erstmal so ein bisschen vorsichtig in dieser Zone. Mal gucken, wie der sich hier aufhält, wenn er eine Schiebezone wieder aufbaut, würde ich in dieser Schiebezone vielleicht auch mal einen Break nach oben antizipieren. Aber ich bin wahrscheinlich Montag erstmal noch so ein bisschen zurückhaltender. Beziehungsweise, die Abwärtsseite ist natürlich nach wie vor nicht komplett vom Tisch. Ich habe ja nur gesagt, das sieht erstmal so ein bisschen komisch aus. Also, wenn wir hier natürlich wieder Schwäche sehen, ja, dann kann natürlich diese Momentumbewegung auch relativ zügig wieder nach unten abgebaut werden. Hier bin ich allerdings vorsichtig. Also hier würde ich nicht den ersten Schuss auf der Abwärtsseite sofort aggressiv shorten wollen. Da warte ich erstmal ab. Vielleicht geht er nach unten, dann geht er wieder in die Schiebezone rein nach oben. Vielleicht geht er dann nochmal nach unten. Also hier würde ich dann vielleicht erstmal so einen zweiten oder dritten Versuch dann überhaupt abwärts handeln wollen.
vor. Und ich denke, er kämpft erstmal noch so ein bisschen hier oben. Und Aufwärtsseite wäre für mich die favorisierte für die kommende Handelswoche. Also, dass er hier durchläuft und wir dann vielleicht Käufe bekommen. Wendet sich das Blatt, zeigt er doch wieder Schwäche. Dann können wir immer noch am Dienstag oder am Mittwoch, wenn sich Möglichkeiten ergeben, die Abwärtsseite handeln. Wir haben hier unten natürlich einen interessanten Zielbereich mit diesem doppelten Boden, den wir jetzt hier in der vergangenen Handelswoche ja das zweite Mal getestet haben. Ganz knapp oberhalb der 63,30. Das ist so Pi mal Daumen gute 65. Ja, da können wir natürlich erneut reinlaufen. Hier unten allerdings, ja, wenn es dann wirklich abwärts wieder geht, und da müssen wir den Fall eigentlich ganz dick machen, wenn wir hier runtergehen, wenn wir diesen Doppelboden quasi nach unten durchstoßen, hier unten, da wird es dann wieder stärker short. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und vor allen Dingen, wenn wir dorthin gekommen sind, haben wir dann für die Woche natürlich auch schon erstmal wieder ein ganzes Stück abgearbeitet an Bewegung. Mal sehen, wie wir da hinkommen. Wenn das natürlich direkt am Montag passiert und wir schließen irgendwie vielleicht sogar schon unterhalb, ja, dann ist es wirklich, also dann müssen wir die Aufwärtsseite erstmal völlig ad acta legen, erstmal uns wieder auf die Abwärtsseite konzentrieren. Da sind wir allerdings jetzt noch nicht. Wir sind da oben. Ich denke mal, hier könnte auch weiter Stärke aufkommen. Somit wäre ich hier im Gold auch erstmal weiter aufwärts tendierend. Ich würde mich freuen, zum einen, wenn ihr natürlich diesem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn wir uns in den Livestreams sehen, 8.50 Uhr DAX Long oder Short, 15.45 Uhr US Opening Bell, in anderen Videos natürlich oder eben zukünftig natürlich dann auch im Live Trading Room Informationen dazu folgen. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche Good Trades und Mega Trading und euch nur das Beste. Bis dahin, bis nächste Woche, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.